Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Uncharted Drakes Schicksal. Ja, die Pause ist vorbei, Freunde. Ich habe mir gedacht, wir versuchen das Ganze hier mal weiter. Und ja, im letzten Part, der jetzt schon eine Weile her ist, habe ich gedacht, ich könnte hier rüberspringen, aber dem war nicht so. Stattdessen muss ich hier auf dieses weiß gekennzeichnete Mäuerchen draufklettern. Wir wollen jetzt auch mal versuchen, uns nicht allzu viel unter Druck setzen zu lassen von irgendwelchen Schießgesellen oder auch meinetwegen Spießgesellen, sondern wir werden das Ganze mal ein wenig relaxter angehen. Okay, hier geht's gar nicht weiter. So. Gott, ist das hier friemelig. So, ich denke mal, wir müssen hier weiter hoch. Okay, dann mal hier immer ordentlich die Wand lang. So muss das laufen. Jo. Nate hat ja schon seine Kletterkünste des Öfteren bewiesen und auch jetzt wieder. Sehr schön. So, jetzt sind wir hier mal weitergekommen. Vielleicht werden wir ja auch irgendwann diesen ungastlichen Ort verlassen. Wo kann sie sein? Ja, wo kann sie sein? Wir sind ja immer noch auf der Suche nach Elena, die eigentlich hier drüben irgendwo sein müsste. Jetzt wollen wir mal schauen, was passiert, wenn ich hier drauf springe. Eieiei, okay, 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 okay. Ja, das sollte natürlich nicht passieren, ist klar. So. Springen wir mal hier rauf. Jetzt ist die Frage, kann ich die Kamera irgendwie drehen? Nein. Moment, die könnte ich doch. Ah ja, okay, das funktioniert. Muss ich jetzt hier lang? Oder muss ich mich jetzt hier einfach weiter entlang hangeln. Ich vermute mal, es geht hier lang. So, hier weiter. Oh, schnell, schnell, schnell. Heieieiei, das war... Okay, das hat gerade so geklappt. Das kommt mir hier bekannt vor. Aber es kann auch nur sein, dass es genauso aussieht wie dort, wo wir schon mal waren. Wir werden es ja gleich erleben, Freunde. So. Mein Gott. Überall diese düsteren Gemäuer. Okay, also hier waren wir eindeutig noch nicht. Ich hoffe, wir finden jetzt Elena mal langsam. Das war bestimmt Drakes. Was hast du wohl gesucht, hm? Sieh an. Kommt mir bekannt vor. Hm. Sie haben nie abgelegt. Elena. Hey, da ist sie. Oh, 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 oh. Böse Falle. Ja, ich merke gerade, mein Akku ist leer, Leute. Deswegen eine kurze Pause. So, es kann weitergehen. Also ich glaube, wir müssen Elena jetzt helfen. Aufgepasst! Oh nein! Ich bin vielleicht kein so toller Schatzsucher wie du. Aber hier wirst du Eldorado nicht finden. Wie bist du denn da wieder reingeraten? Naja, eigentlich hatte ich vor, dich zu retten. Oh, wie süß von dir. Traditionelle Sandsteinquader und Putz. Kalkmörtel, Hey, woher weißt du denn das alles so genau? Meine Serie. Sendung 4. Baumeister der neuen Welt. Ja, ein Ruck und die Stangen sind raus. Was? Nein. Moment, bist du sicher? Los auf dem Weg, Borgor! Der Patan macht die verdammte Tür auf! Los jetzt! Na toll. Hey, Drake!
Eddie Raja. Ich hätte es wissen müssen. Faszinierendes Dokument, was? Dieser Sir Francis war wohl in meiner Branche unterwegs. Red dir nichts ein, Eddie. Unfreundlich wie eh und je, hä? Ich sag dir was. Bring mich zum Gold, dann lass ich dich vielleicht am Leben. Ach ja? Das war's? Jetzt sterben oder dir helfen und dann sterben? Na, schwere Entscheidung, aber weißt du, ich nehme jetzt sterben. Hey, Kamu! Hör zu, du Made! Auf dieser verdammten Insel soll es einen Schatz geben. Und jetzt sterben meine Leute. Man kann nicht mal ohne Feuerschutz vom Pissen rausgehen. Und es kommt nichts dabei herum! Ich mach dir ein faires Angebot. Du hilfst mir, den Schatz zu finden. Und wer als letztes überlebt, kriegt das Gold. Und die Kleine, natürlich. Die Kleine? Ach, Eddie, die ist doch schon weg. Die ist längst runter von der Insel. Hilfe holen. Dai Guqing, du warst noch nie gut beim Pokern. Ich werde sie finden. Glaub mir. Was kann eine Frau allein schon ausrichten? Und? Komm schon! Danke. Hey, verdammt! Okay. Gut gemacht. Danke. Hey, Fukapito! Festhalten! Oh, oh, wir müssen Granaten werfen. Die haben wir aber jetzt vom Regen in die Sturmflut. Nein. Eieieiei. Da kommen sie. Sprengen wir alles weg jetzt hier. Der Typ hat sich aber ganz schön blöde angestellt. Aber jetzt stellen sie sich noch blöder an und lassen sich von uns wegbomben hier. Weg mit dir! Haben wir eigentlich unendlich Granaten oder was? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Das macht auf jeden Fall Laune. Sowas mag ich immer. Weg mit euch! Na komm schon. Ja, Treffer. Ich spreng euch alle in die... Sie kommen von der Seite! Luft, ja, sie kommen von der Seite. Okay, da. Kein Thema, wenn sie von der Seite kommen. Ich kann überall hinballern. Au. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt wird es aber langsam nervig hier. Hau ab, Mensch! Oh, oh. Ja, nehmt das! So, verdammte Axt, jetzt reicht's mir mit euch. Vorsicht! Alles klar da hinten? Ja, ja! Ja, noch ist alles klar. Heieieiei, das war jetzt aber gefährlich. Hinter uns! Ja, ich sehe es doch, ich sehe es doch. Verdammt, haut ab! Seht zu, dass er Land gewinnt hier. Na, da kommen schon wieder die Nächsten. Ah, sind die doof, ey. Fahren selbst. Meine Herren. So. Kommen schon wieder welche.
Ja, ich blase sie ja weg. Meine Güte, ist das gefährlich, was die beiden hier machen. Nate? Los, Vollgas! Schneller! Eieiei. Geschafft! Hätte nie gedacht, dass das klappt! Wer war dieser Typ? Bloß ein alter Geschäftsmann! Ah, Vorsicht! Oh nein, festhalten! Okay, nimm meine Hand. Okay. Das war's. Alles klar? Bei mir ja. Aber du blutest. Ach, das ist nur ein Kratzer. Nichts wie weg hier. Verdammt. Was? Komm schon. Wo soll's denn hingehen? Hey, Eddie. Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet mich los? Nein, nein. Die junge Dame hat nur eine Rundfahrt bei mir gebucht. Schnauze! Ihr arbeitet doch auch für die. Was? Ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten, stimmt's? Verdammt, der Typ spinnt. Eddie, entspann dich, Kumpel. Ja, ihr habt leider verloren. Und sitzt hier fest. Also, her mit der Karte. Festhalten. Na gut, du hast mich. Das ist nur fair. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Eddie. Ich hol nur die Karte, ganz wie du willst. Ich sagte, festhalten. Mach ich. Dann gib sie her. Wie jetzt? Ich soll doch stillhalten. Dann wirst du sie dir wohl holen müssen. Daikamo. Eieieiei, das war ja eine Aktion. Die versunkene Stadt. Ja, schwimm, Elena, schwimm. Wir müssen hier raus, verdammt nochmal. Und die ballern schon wieder auf uns. Meine Güte. Nee, das scheint wohl nicht so der Fall zu sein. Ja, ist ja gut. Von wo schießen sie denn? Ach, da oben. Stirb! Mann, okay, jetzt gehen wir einfach weiter. Okay. Das übliche Spielchen. Jo, spreng dich selbst in die Luft, du Idiot. So, wie war das nochmal? Sauber durch die Stirn. Komm schon. So, zack, zack. Ah, okay, meine Treffkünste sind nicht wirklich die tollsten, ich weiß. Aber wir schaffen das. So, komm, wo seid ihr hier? Da? Ja, Überraschung für dich, mein Freund. Hat sich was mit Überraschung? So, die haben wir schon mal ausgenockt, ausgehebelt und sonst wie was. Aber da kommen schon wieder neue Typen. Moment, hier war Muni. Ach komm, du mit deinem Sauber durch die Stirn, das habe ich doch gerade gesagt. Willst du mich jetzt verkaspern, mein Freund? Hier. Ja, er ist hier. Genau. Hier, hier. Oh, genau. Immer schön selbst wegspringen. So haben wir das gerne. Da ist er. Genau, da ist er. Was du für ein fetter Kloß, ey. Lauter Muskeln.
Die nützen dir aber jetzt auch nichts, mein Freund. Immer noch wer am Ballern, aber ich hole mir jetzt erstmal die Muni. Na komm. Oh, AK-47, die haue ich mir jetzt auch mal. Ach komm, was willst du denn? So. Sauber durch die Stirn. Oh, verdammt. Ich brauche mehr Muni. Armee, ja. Gebt mir eure Muni. Ach, Leute. Ich brauche mal eine neue Einzelwaffe am besten. Ah, hier haben wir ja eine. Okay, nee, die Schrotflinte möchte ich nicht. So, wie sieht's denn hier aus? Wollen wir uns erstmal ein bisschen umschauen hier, bevor wir hier weitergehen. Ah, ich habe schon so viele Schätze übersehen, das gibt's gar nicht. Ich hab das in den alten Videos gesehen. Na gut, so viele, aber einige habe ich übersehen. Egal, wir machen jetzt das Tor auf. So. Das war ein Riesenfehler. Allerdings. Hätte vor der Brücke drehen sollen. Sehr witzig. Oh, komm her. Ich zeig dir was. Das Ding läuft noch? Aha. Schau mal her. Okay, siehst du dieses Hafengebäude? Dort mussten alle Schiffe, die hier anlegten, ihre Ladung löschen. Wenn der Schatz von Eldorado also hierher kam, dann wurde er genau hier entladen. Warte mal, was war das? Was? Zurück. Ja. Halt, stopp. Aha. Das da. Damit können wir abhauen. Komm mit. Wieso denn abhauen? Gibst du auf? Hallo, unsere Freunde sind leider in der Überzahl. Pff, bisher ging's doch gut. Ich weiß nicht. Elena, ich habe absolut keine Lust, dich auf dem Gewissen zu haben. Also los. Ach, komm. Du kannst ja aufgeben, wenn du willst, aber schieb's nicht auf mich. Gut, ich bin's, okay? Ich gebe auf. Kommst du oder nicht? Und das war's? Du willst einfach so tun, als wüsstest du nichts von Drakes Schatz? Unser Leben ist wichtiger als das hier. Okay. Okay. Hör zu, wir müssen auf jeden Fall zurück zum Hafen. Mach nicht so ein Gesicht. Streiten können wir später. Das wird toll. Halt! Diesmal fahr ich. Okay. Ja, ja. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, das ist, aber es ist wirklich, ich habe ja gesagt, Drake ist so schön menschlich noch. Immer. Ja, immer auch nicht, aber meistens eigentlich. Dass er jetzt tatsächlich wirklich und ernsthaftig aufgeben will. Ja, jetzt kommt so eine tolle Fahrt mit dem Boot. Da weiß ich noch ganz genau, dass ich da damals sehr viele Versuche gebraucht habe. Schauen wir mal, wie es diesmal wird. X oder R2, um zu beschleunigen. Ja. Ich verstehe das nicht. Wie verschwindet einfach eine ganze Kolonie? Wir kriegen Gesellschaft. Drücken Sie L1, um zu zielen und R1, um zu schießen. Okay. Mist. Mal schauen. Was ist denn hier passiert? Die ganze Stadt steht unter Wasser. Ja, wir sind in Venedig, Leute. Wir sind in Venedig. So, ich denke mal, wir können jetzt... Ja, schauen. Ach, da oben. So, stirb. Hier scheinen wir ja genug Muni zu haben. Du musst uns Deckung geben. Ja, und wir spielen Elena, wie sie ballert. Das ist sehr schön. Und da schießt schon wieder einer auf uns, da oben. Und das war's auch schon. Alles kaputt machen hier. Das wird aber noch schwierig.
Ach komm. Ja, siehst du, ich sag's ja. Ich sag's ja, das wird noch. Ja, schon vorbei. Ja, und jetzt geht's wieder von vorne los. Nein, Mann, du sollst fahren. Ach, Leute. So, ja. Ist jetzt die Frage, wie wir das jetzt machen wollen. Oh nein. Am besten immer schön in den Unterführungen bleiben. Da können einen nicht so viele treffen. Nehme ich mal an, zumindest. So, hier rein. Zurück, zurück, zurück. Oh. Schon zu spät. Ja, ich weiß nicht. Hier sterbe ich aber sehr früh jetzt. Hier müsste man irgendwie... Ach so, ja. Ja, es geht nicht. Man kann nicht gleichzeitig fahren und schießen. Ich denke, wir müssen hier tatsächlich langsam voran und immer sofort jeden erledigen, den wir sehen oder den wir hören. Weil sonst hat das wahrscheinlich keinen Wert. So, jetzt zum Beispiel. Wo ist er? Da. Und da. So, weiter. Mal schauen. Frage ist, wo lang? So, der ist tot. Langsam voran. Wisst ihr, da kommt schon der nächste. Und da hinten. Da. Eieiei. Jetzt müssen wir aufpassen, da ist irgendeiner mit einer besonders starken Waffe. Da. So. Wisst ihr, so geht das schon besser. Da ist der nächste. Wo ist er? Er hat doch eben einer geschossen. Ja, ich weiß, das geht bestimmt anders, aber... So, zack. Du bist Geschichte, mein Freund. So klappt das doch schon besser, wenn man nämlich...
Naja, er ist da drüben, hat irgendjemand gesagt. Aha. Tschüss. Wir fahren hier rechts lang, auf jeden Fall. Okay. Was ist es? Ja, jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Ich habe mal was gelesen über einen verfluchten Inka-Schatz. Es könnte ja sein, dass... Sag jetzt nicht, du glaubst an sowas. Ich meine ja nur, hier ist was Schlimmes passiert. Eine ganze Kolonie verschwindet nicht einfach. Ja. Und wie erklärst du das? Hier rein? Okay, anscheinend nicht. Ja, das war ja dann doch einfacher, wenn jetzt nicht noch was kommt. Ich hatte das länger in Erinnerung gehabt, die Fahrt. Ah, und am Schluss wusste ich nämlich nicht, wo ich anlegen soll, genau wie diesmal auch. Wo sollen wir jetzt anlegen, Freunde? Das ist die Frage. Ja. Ah, da. Da. Oh Mann. Danke. Also, letztes Mal bei dem ersten Durchgang damals habe ich viel länger gebraucht, bis ich da durchgekommen bin. Das war tatsächlich die Lösung, ganz langsam zu machen. Also zumindest für mich. Für andere kriegen das vielleicht auch schneller hin, aber... Finden wir es heraus. Versuch du doch mal einen Weg zu diesem Punkt. Ja, versuche ich. Kein Thema. Und da sind schon wieder die ersten Gegner, Leute. Er ist hier drüben. Ja, er ist hier drüben. Ja, komm, ich werde mal gleich gucken hier. Mist! Der lebt noch, der Sack. Ich kann ihn sehen. So, ich kann dich auch sehen. Okay. Das war's. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. Muni. Was sind das für Kisten hier? Gefährlich, gefährlich. Ja, bring ihn. Richtig. Ja, schalte es. Verdammt! Da ist er! Meine Güte, wollt ihr mich verkaspern? Du bist. Nein, du bist tot. Nicht ich. So. Oh. Damit kannst du nicht auf ihn spielen. Da oben ist so ein Idiot. Ich hole ihn dir. Mach keine Gedanken. Du haltet ihn auf. So. Sehr schön. Das geht ja gut voran hier, Freunde. Aber der Part ist vorbei.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Uncharted Drake's Schicksal. Bis dahin, Freunde, sage ich ciao, bye bye und lauft nicht amok.